Ein Dreamdate wird zum Dream geht, folgen 9 der Bachelors um Sebastian Klaus und seine Finalistin Larissa Schulte schlägt hohe Wellen. Nun hat die 30-Jährige eine verdächtige Andeutung gemacht. Larissa Schulte äußert sich nach Dreamdates fiasko selbst. Nach der gemeinsamen Nacht in der Liebeskuppel Captain Bachelors Folge 9, lief am 13. März bei RTL, die Stimmung bei Halbfinalistin Larissa Schulte, 30. Sie will nur noch Weg, Weg, Weg. Sebastian Klaus Liebeserklärung empfindet sie als narzisstisches Lovebombing, ihr Bauchgefühl schlägt Alarm. Was alles beim DreamDate-Fiasko zwischen dem Bachelor vorfällt, kannst du hier nachlesen. Nun hat sie sich selbst auf Social Media dazu geäußert. In ihrer Instagram-Story lässt sie durchblicken, dass die Zuschauer offenbar nicht alles wissen, was passiert ist. Und am Ende wissen nur zwei Personen, wie wir warum fühlen, betitelt sie Bilder der Rosenvergaben nach dem Dream -Dits auf Mauritius. Shitstorm gegen Larissa. Damit wehrt sie sich gegen den massiven Shitstorm, mit dem die Siegburger Versicherungskauffrau nach dem Halbfinale zu kämpfen hat. Denn viele sind empört von der 30-Jährigen, die Kommentarspalten sind voll mit ablehnenden Kommentaren gegen die Blondine. Ich war noch nie über eine Kandidatin so entsetzt wie über Larissa. Ist dabei noch harmlos. Angesichts des überhandnehmenden Hets gegen Larissa musste zuletzt sogar RTL in die Kommentare eingreifen, stellte klar: "Hallo zusammen. Wir wünschen uns hier einen respektvollen Austausch und möchten noch einmal daran erinnern, dass Kommentare eben auch sehr verletzend sein können und es hier um echte Menschen geht. Bitte denkt daran, wenn ihr Kommentare verfasst." Die Rosenreise ist für alle Beteiligten mit jeder Menge Gefühlschaos verbunden und wir fiebern doch alle gerne mit, wenn es darum geht, ob unsere Bachelors am Ende die Liebe finden. Auch Larissa betont mit ihrem Beitrag, dass die Zuschauer eben auch nur das sehen, was RTL ihnen präsentiert, und dass die Wahrheit letztendlich nur sie und Sebastian kennen.